Hallo, ja, herzlich willkommen hier wieder zu dem neuen Orakel und zwar zu einer Short Message und zwar wieder auf dich selber ausgelegt. Wir gucken also hier, ja, was dich erwartet, was auf dich zukommt. Mal gucken, was das Universum uns mitzuteilen hat. Ihr wisst ja, es ist allgemeines Kollektiv. Ihr könnt damit resonieren oder eben auch nicht. Ja, und wir schauen uns an. Ich habe hier wieder dreimal gemischt, sind auch schön drei Stapeln rausgefallen und wir widmen uns gleich mal dem ersten hier. Und da haben wir einmal den Hund bekommen und wir haben hier einmal den Blümchenstrauß bekommen. Ja, also hier kommt eine Einladung auf dich zu, wie man hier sieht. Das kann jetzt hier von einem Freund sein, Freundin sein, jemand, ja, den du gerne magst, ja, der also hier irgendwo, ja, entweder eine Einladung ausspricht, eine Überraschung für dich hat, ein Geschenk bringt, vielleicht hast du demnächst auch Geburtstag. Ja, es könnte also hier auch ein Treffen mit einem Freund, Freundin sein. Oder der Hund repräsentiert ja auch für mich immer einen neuen Menschen, ja, und für viele kann das hier sein, dass man wirklich, ja, jemand Neues kennenlernt, jemand Neues Männliches, aber wie gesagt, es kann hier auch jemand Weibliches sein, dass man also hier, ja, plötzlich seinen Freundeskreis erweitert, dass man hier einfach einen sehr netten Menschen kennenlernt. So, wir schauen uns aber das Ganze hier gemeinsam an, um was es da genau geht. Das sind so die ersten Botschaften, die ich hier erhalten habe. Natürlich auch, das Thema Selbstwert, Selbstliebe, ne, das ist das Vertrauensthema mit dem Hund, kann auch ein Geschenk sein, das du überreicht kriegst, dass du also jetzt letztendlich mehr in dein Selbstwert, in dein Selbstvertrauen kommst. Auch das wäre hier möglich. So, jetzt gucken wir uns aber mal die Klärungskarten da an. So, da haben wir einmal das Buch drauf bekommen. Ja, es könnte mitunter natürlich eine Lernaufgabe für dich gewesen sein, wo du jetzt endlich sozusagen auch deine Belohnung dafür kriegst, ja, weil Blumenstrauß ist ein Geschenk, das dir überreicht wird. Und das kann dich persönlich natürlich hier betreffen, dass du ja sehr, sehr lange vielleicht auch hier an diesem Thema gearbeitet hast, dass du also auch viel selbstbewusster vielleicht auftrittst, ja, mehr jetzt einfach auch ins Vertrauen gehst, das heißt aber auch wieder anderen Menschen anfängst zu vertrauen. Oder wir haben hier, wie gesagt, besagten Kandidaten, Kandidatin, ja, der also momentan hier oder sie noch im Verborgenen liegt. Das ist also noch nicht ganz spruchreif, das Ganze. Und wir haben hier das Schiff dazu bekommen. Ja, es dauert noch ein bisschen, aber hier bewegt sich jemand auf dich zu. Und das zwar ziemlich schnell. Okay, also da haben wir hier die Abkürzung vom Schiff mit dem Reiter, weil das Schiff ist ja für mich eher so die langsame Karte. Wir haben aber mit dem Reiter mit der Aktivität. Das heißt also, hier kommt jemand auf dich zu und Zeittendenz würde ich jetzt mal sagen, so innerhalb der nächsten 3 Monate. Ja, weil der Reiter kürzt für mich das Schiff ab, aber jeder deutet das anders. Aber hier kommt auf alle Fälle etwas in Bewegung und zwar ziemlich schnell. Ja, also kommt hier jemand in dein Leben. Wie gesagt, ob das nun Männlein oder Weiblein ist, lasse ich hier jetzt offen, weil wir einmal hier die männliche Karte und hier mit dem Blumenstrauß auch den weiblichen Ansatz haben. Das kann also wirklich sein, dass du hier vielleicht auch vorhast, auf Reisen zu gehen. Ja, vielleicht hast du einen Urlaub vor. Vielleicht fährst du auch mit einer Freund, Freundin in den Urlaub oder du wirst zu einem Trip, Kurztrip eingeladen. Auch das wäre hier möglich. Oder eben du hast tatsächlich vor, es ist noch nicht ganz spruchreif, wirklich vielleicht jetzt wegzufahren oder nochmal so einen kurzen Trip zu machen und lernst hier da jemanden kennen. So, dann haben wir hier aus den Point of View haben wir den Balkon bekommen. Der Balkon sagt immer, dass also dich jemand beobachtet und du weißt es noch nicht. Ja, also hier haben wir wieder mehrere Szenarien. Hier gehe ich ganz stark davon aus, dass also hier, ja, für die Frauen, die hier zugucken, eben wie gesagt hier ein Mann da ist, der dich schon länger beobachtet oder dich zumindest auf dem Schirm hat. Vielleicht ist es aber auch ein Freund, den du noch gar nicht so wahrnimmst, als wäre das vielleicht ein Kandidat, ja. Oder man beobachtet dich einfach und wartet den richtigen Zeitpunkt ab, auf dich zuzugehen. Das kann aber jetzt auch für die Freundin stehen, dass man sagt, naja, man schaut jetzt erstmal,
wann der passende Zeitpunkt vielleicht ist. Vielleicht seid ihr da aber auch schon miteinander im Gespräch, ne? Und man schaut jetzt einfach, wann zieht man das Ganze durch oder wann macht man das Ganze. Aber wie gesagt, es kann hier auch eine neue Person sein, die eben hier relativ schnell in dein Leben hineinkommt. So, dann haben wir hier die zwei der Münzen. Ne? Und die zwei der Münzen, das ist so eine Karte, die eigentlich sagt, ja, sei flexibel, ja, lass dich auf das Ganze ein oder lass es auf dich zukommen und wenn es da ist, dann werde aktiv, ja, hier ist so ein bisschen, das heißt nicht, weil man jetzt jemand Neues kennenlernt oder weil jemand Neues auf dich zukommt, dass man hier sich gleich festlegt. Mit dem Buch schaut man einfach mal, wie sich das entwickelt, aber es wird sehr zügig vorangehen. Also es ist so ein bisschen so, ja, lässig einfach, ja, also guck dir das an, bleib in der Leichtigkeit, ne? Die Blumen signalisieren ja auch die Lebensfreude, die Leichtigkeit, Spaß, ja, kann auch vielleicht sein, dass es hier, ja, so eine Art Freundschaft plus vielleicht auch wird, haben wir jetzt nicht direkt liegen, aber so könnte es sein oder einfach jemand, der dir gut tut, der also in dein Leben kommt und wie gesagt, das kann Männlein wie Weiblein sein, ja, ja, einfach lass dich darauf ein, lass es auf dich zukommen. Schau mal, wie sich das für dich anfühlt, ja, was man dir so anbietet oder was das Ganze einfach ist. Also ich kann dir hier nur raten, egal was es sein wird, nimm es einfach an. Ja, es ist was Schönes, es ist ein Geschenk für dich. Vielleicht auch das Geschenk, dass du auch wieder mehr ins Vertrauen, in die Leichtigkeit kommst, na, durch das, dass du hier diese Person kennenlernst. Man zieht immer wieder Menschen an, die einem auch helfen, auf die neue Stufe zu gehen. Also auf jeden Fall haben wir hier sehr positive Karten. Wie gesagt, guck einfach mal, was es wird oder was es ist. Ja, hier haben wir mehrere Szenarien eben, wie gesagt, drinnen. Und schau dir das Ganze einfach mal an. Ja, so ein bisschen nicht gleich wieder abstempeln, oder sondern ja, sei ein bisschen offener für das Ganze. So, dann schauen wir uns Stapel 2 an. Ja, da haben wir schon das Schiff, ne? Also es kommt irgendeine Veränderung auf dich zu oder wie gesagt, besagt eine Reise möglich. So, dann haben wir hier den Park. Und wir haben hier die Wege. Guck einer an. Ja, also hier haben wir eine Veränderung, die antanzt. Also irgendeine Veränderung wird auch öffentlich oder eine Reise, die du planst, eröffnest du, ja, oder teilst du dem Außen mit, dass du wegfährst oder dass du dich entschieden hast, wegzufahren. Es könnte natürlich jetzt hier im Übergang sehr gut passen, dass man sagt, okay, man lernt jetzt da jemanden kennen und es verändert sich einfach etwas, ja, Wünsche, Sehnsüchte. Man öffnet sich für das Ganze und versucht hier mal neue Wege, neue Möglichkeiten auszuprobieren. Und das ist einfach, was die zweite Münzen auch sagt. Sei mal ein bisschen experimentierfreudiger, ne? Ein bisschen, man muss sich nicht gleich festlegen, sondern hier geht es einfach die Wege und Möglichkeiten oder diese Möglichkeiten, die sich dir hier bieten oder diese Möglichkeit, ja, ja, dass du die einfach nutzt und dass du die dir anschaust. So, jetzt bin ich mal gespannt hier auf die Linis. So, da haben wir den Fuchs drauf, ne? Ja, es ist immer noch ein bisschen so zweifelhaft und suspekt, ne? Ist das was? Soll ich mich öffnen? Soll ich mich aufmachen? Für was soll ich mich entscheiden? Ist es richtig, den Weg zu gehen oder nicht? Ja, also hier haben wir noch ein bisschen so die Zwiespältigkeit auch drin, was hier mit den Wegen passt, dass man sagt, naja, ich möchte mich schon öffnen für das Ganze. Ich möchte mich auch für eine Veränderung aufmachen. Aber welche Entscheidung soll ich denn nun treffen oder welchen Weg soll ich denn nun gehen? Ja, kann jetzt bezüglich dieser Person, die hier auftaucht oder wie gesagt bezüglich einer Veränderung, einer Reise, wie auch immer sein. Oder es ist einfach ganz ein anderes Thema, mit dem du dich hier beschäftigst. Dann geht es aber auch letztendlich, finde ich, um eine clevere Entscheidung. Ja, also dass man die Zweifel mal außen vor lässt und wirklich so sagt, okay, ich mache mich jetzt auf für diese Veränderung, die hier ansteht, ein bisschen auch den Horizont zu erweitern und guck mal, welche Möglichkeiten bieten sich mir überhaupt, ne? Dann haben wir hier den Klee, das ist eine Glückskarte, das ist eigentlich schon eine positiv zu sehen, auch die Zweifel werden hier in Kürze rausgehen, also gerade wenn, was auch immer das für eine Situation sein mag, mit der du dich da vielleicht aktuell gerade beschäftigst und du weißt, dass es hier letztendlich nicht mehr anders geht, als in die Veränderung zu gehen, dann wird dieses Misstrauen oder
diese Zweifel oder diese Zwiespältigkeit nur noch von kurzer Dauer sein. Also es wird wieder rausgehen. Und wir haben hier den Ring. Ja? Also entweder geht es hier tatsächlich um eine Verbindung, ja, wo natürlich dann vielleicht auch genau diese Veränderung ansteht, dass man sagt, okay, ich öffne mich für was Neues, ja, und mache das natürlich auch öffentlich und entscheide mich auch für das oder ich öffne mich für eine neue Verbindung. Es kann natürlich auch Verträge aller Art sein, ja, gerade wenn es vielleicht hier um einen Auslandsjob geht oder überhaupt eine Veränderung, wo du vielleicht mit der Öffentlichkeit mehr zu tun hast oder da arbeiten sollst. Also Verträge aller Art, Verbindungen aller Art, ja. Also dann lote aus und guck dir das an, aber geh aus dem Misstrauen raus, weil wir ja hier schon eigentlich den Blumenstrauß haben. Das heißt, was auch immer es ist oder was dir überreicht wird, ist eigentlich ein Geschenk, ja. Und das kann natürlich hier mit dem Buch und dem Schiff wirklich tatsächlich ein Vertrag sein. Ein Auslandsvertrag oder einfach eine andere Stelle, die vielleicht auch ein Stück weit weiter weg ist, ja, dass man dir ein Jobangebot anbietet, wo du vielleicht etwas weiter fahren musst, ja, oder vielleicht wo es einfach eine weitere Entfernung ist. Und das kommt ja auch relativ schnell auf dich zu. Also es kann hier zum einen etwas Berufliches sein, was sich hier vielleicht für dich anbietet. Es kann im Beruf in Bezug auf neue Partnerschaft sein. Es kann aber auch hier im zwischenmenschlichen Bereich irgendetwas sein, ja, mit Freund, Freundin. Für dich dann in Bezug oder direkt auf dich gesehen, vertraue. Ja, gehe in dein Vertrauen, in die Leichtigkeit und lass dich mal hier treiben. Ja, lass dich wirklich treiben, lass dich mitnehmen auf diese Reise, die dich jetzt erwartet. Ja, mach dich also komplett auf, so würde das ich sehen hier oder das kriege ich auch so rein. Ja, wirklich mach dich komplett auf für dieses Neue oder diese Möglichkeiten, die man dir jetzt zeigt. Ja. Komm nicht wieder in die Wiederholung rein. Na, diese Zweifeln ist kurzfristig in der Wiederholung drin. Das sieht man, dass du das schon wieder anzweifelst, was da ist. Aber bitte lass es, ja, weil es ist einfach etwas sehr Schönes, was auf dich hier zukommt. So, dann haben wir ja den Bäcker. Besser geht es hier nicht. Der Bäcker ist ja auch die Karte, die besagt, es geht hier wirklich dich auf die Dinge zu konzentrieren, die dich auch voranbringen. Ja, das heißt, beschäftige dich wirklich mit Dingen, die produktiv sind und nicht kontraproduktiv, ja, sondern schau wirklich da, dass du die Zeit jetzt nutzt. Und wir haben hier den Schwamm. Und der Schwamm sagt immer, du wirst von dieser Situation noch lange zehren können. Ja, das ist also etwas, was hier reinkommt, mit dem du lange etwas anfangen kannst, mit dem du vielleicht auch etwas für die Ewigkeit schließen kannst, das heißt für die Ewigkeit, aber für sehr, sehr lange Zeit, ja, aber es wird dir auf alle Fälle gut tun, wie wir hier sehen. Deswegen, also ab von dem Misstrauen, ist ja wieder sehr schön zu sehen, Hund, Fuchs, ne, Vertrauen, Misstrauen, häng dich rein und schau es dir an, aber wie gesagt, besser könnte es hier mit dem Schwamm gar nicht sein, dass man sagt, nimm das an, was man dir hier anbietet, weil du wirst, das wird dich glücklich machen, ja, das wird dich freuen. Das ist wirklich ein sehr tolles Geschenk. So, in den Tarotkarten, der Bube der Schwerter, ja, das ist immer so ein bisschen, ja, ist das wirklich das Richtige? Das haben wir hier schon mit dem Fuchs, ne? Also es kann sein, dass du hier, ja, das ist wieder so die Verstandesebene, die da eingreift, ne? Zweifel, das ist wieder der Ego-Verstand, der sagt, ja, aber weißt du, das ist ja so weit weg oder ja, oder die Person wohnt vielleicht so weit weg, das ist eine Fernbeziehung, wie soll das gehen, ne? Das wird ja sowieso nicht klappen, hast du vielleicht schon mal gehabt, ne? Also alle diese Sachen oder ja, kannst du das überhaupt, jetzt fährst du so weit weg oder das ist eine Mordsveränderung, meinst du, dass du das schon hinkriegst? Das sind immer diese Gedanken, die der Ego-Verstand einem einflüstert. Ja, und der Bube der Schwerter, das ist nun mal schon mit einem Erklärungsprozess verbunden. Das heißt, ja, es ist unangenehm vielleicht oder es macht gerade ein unangenehmes Gefühl, aber dann geht es darum, das hier mit dir oder in dir zu klären. Ja, und wir haben hier die Gerechtigkeit drauf und da geht es eigentlich auch wieder genau um die Entscheidungen, die also zu treffen sind. Das heißt, fange an, Verantwortung für dich selber zu übernehmen, Klarheit in diese Sache hineinzubringen. Wie gesagt, da haben wir das Thema der Verbindungen, wir haben das Thema der Verträge.
Man wird ernten, was man sät. Und du hast gut gesät, wie man sieht. Und hier kommt etwas Wunderbares auf dich zu. Also wie gesagt, lass die Zweifel ab. Ob das jetzt im Job was ist, was du kriegst, ob das eine neue Person ist, die du kennenlernst, ob du vielleicht neue Freunde, neuen Freund auch kennenlernst, ob du dich auf Reise begibst, wie auch immer. Ja, lass dich mitnehmen. Das kann ich dir hier nur sagen. Lass dich mitnehmen. Hör hier auf dein Herz. Ganz wichtig. So, dann schauen wir uns hier den letzten Stapel an. Da haben wir hier einmal den Sarg bekommen. Den Bären. Und die Wische. Ja, es geht also hier um alte Kapitel abzuschließen. Ja, also wirklich Altes hinter sich zu lassen, wie man hier schon sieht. Auch Dinge aus der Vergangenheit endlich zu beenden, abzuschließen und hier einfach in den Fluss des Lebens überzugehen. Ja, also wirklich fließen lassen, laufen lassen. Hier haben wir natürlich jetzt momentan vielleicht auch den Stillstand, den du aktuell gerade hast, aber hier hätten wir sogar den Arbeitgeber oder irgendeine Autoritätsperson, wo es vielleicht auch um das Finanzielle geht. Ja, es kann auch ein finanzielles Geschenk sein, wodurch eine Veränderung jetzt reinkommt. Ja, dann vertrau der ganzen Sache, weil man sieht schon, man will dir hier nicht schaden, sondern man will dir etwas überreichen. Ja, eine Belohnung kann man es auch sehen für die Arbeit, die du vielleicht auch geleistet hast, ja, weil wir hier das Buch haben. Das heißt, du hast ja dich mit dir beschäftigt, du hast geschaut, dass du dir deine Sachen anschaust, dass du in die Heilung gehst und so weiter. Ne? Und es gibt immer eine Belohnung dafür, ja, und das sieht man hier ganz schön. Und das könnte natürlich hier jetzt auch sein, dass raus aus dieser Stagnation, rein in deine Kraft, Stärke und Mut und wie gesagt, dieses Fließen lassen, Laufen lassen, aber dass hier einfach auch jemand, mit dem es vielleicht gerade stagniert hat oder wo kein Vorankommen jetzt war, das löst sich nun aus, das heißt, man kommt hier auf dich zu und das kann hier tatsächlich ein Arbeitgeber sein, der jetzt plötzlich hier sagt, hey, pass auf, ich habe hier ein tolles Jobangebot, die ganze Zeit ging nichts, ja, aber jetzt kommt die Chance deines Lebens, wo man sagt, hey, da kannst du auch vielleicht noch richtig Geld verdienen, nimm das Ganze an, ja, oder das wird man dir anbieten. So, im Bereich der Liebe würde ich hier sagen, ja, dass hier jemand aus der Stagnation zurückkehrt. Wir haben also hier jemand, der aus der Vergangenheit kommt, ne, wo man wieder etwas ins Laufen bringen möchte, ja. Also hier gab es einen Stillstand, eine Stagnation und das müsste jemand sein, der schon länger zurückliegt, ja. Dann haben wir natürlich hier auch Transformation eines Vaterthemas, das vielleicht in der Tiefe noch gelegen hat. Vielleicht war das aber genau dieses Sicherheits- und Stabilitätsthema, oder dieses Misstrauen- Vertrauensthema, das vielleicht eben, wie gesagt, durch ein Vaterthema entstanden ist, ja, wo es viel um Materielles und Finanzielles und das ist nun mal halt die Geldkarte, die Sicherheit ging, ja, dass auch das jetzt nun endlich beendet wird, also wirklich so eine olle Kamelle hier, ein altes Kapitel, ja, dass dieses Thema hier endlich rausgeht und das finde ich auch sehr schön, weil da kannst du in dein Vertrauen, in deine Leichtigkeit hineingehen und tatsächlich dich jetzt endlich mal für die ganzen Möglichkeiten, die sich hier bieten, öffnen, ja, das heißt, da geht also was Altes raus. So, jetzt bin ich mal gespannt auf die Klärungskarten. Ja, da haben wir einmal die Liebe bekommen und wir haben hier einmal das Haus. Ja, und es geht hier schon, dass man auf Herzebene einfach auch wieder stabil wird, ein gesundes Grundfundament hat, auf sein Herz hört, auf seine Intuition, Herzensentscheidungen könnte man hier auch sagen. Ja, dass sich auch dieses Thema auf der, dieses Vaterthema, sage ich mal, auf der Herzebene löst, durch das, dass man hier, wie ich schon sagte, ne, Sicherheitsstabilitätsthema kann das ausgelöst haben. Oder vielleicht auch die Mutter, weil wir hier allgemeines Kollektiv haben. Ja. Also irgendwas bereinigt sich und geht hier raus und man findet die Tiefe zu sich selbst im Endeffekt auch wieder. Also man dringt in die tiefe Herzebene vor, ja. Und findet seinen Tempel der Sicherheit. Also schöner könnte ich es hier eigentlich gar nicht sagen. Ja, also gerade was deine eigenen Themen betrifft. Dann, wie gesagt, jobmäßig, finanzmäßig, wie auch immer, was dich hier beschäftigt, ja, kommt man auch herzlich auf dich zu, ja, und versucht dir hier Stabilität und Sicherheit zu geben. Das heißt also, ob das jetzt ein Jobangebot ist oder ob du vielleicht hier finanzielle Schwierigkeiten hattest oder finanzielle Projekte planst, wie auch immer. Auch da wird sich das Ganze hier klären. Ja, es geht also in die Stabilität über. Und ja, na, mit der Liebe ist es halt so,
dass ja tatsächlich jemand aus der Vergangenheit wiederkommt und letztendlich hier Liebe und Stabilität mit dir möchte. Ja, da muss man jetzt abwarten, was das genau ist oder wer da kommt, aber das ist auf alle Fälle jemand, der schon länger zurückliegt. Also je nachdem, ja, die jetzt auf ihren Wunschpartner hier gucken und ihr habt schon länger keinen Kontakt, dann kann das durchaus sein. Du hast aber auch hier die Möglichkeit, dann jemand Neues kennenzulernen. Ja, da wird wieder spannend hier. So, jetzt schauen wir mal die weiteren Klärungskarten. Wir haben hier den Ozean. Ja, das ist, wie ich hier schon sagte, mit dem Schiff letztendlich dieses Erweitern des Horizontes. Ja, dass man sagt, meine Möglichkeiten sind hier unbegrenzt, weil ich immer Wege und Möglichkeiten habe. Ja, es gibt immer mindestens zwei Möglichkeiten im Leben. Ich kann oder ich kann nicht. Das sind schon zwei. Ja? Und wenn man genauer hinschaut, dann sieht man doch noch viel mehr Möglichkeiten. Ja? Und genau um das geht es. Das heißt, ja, hier hat vielleicht auch jemand seinen Horizont erweitert, der hier auf dich zukommt, hat nun endlich verstanden, dass es nicht um materielles, finanzielles geht, sondern dass es eigentlich um die Stabilität im Herzen geht. Ja? Also da kann das durchaus so sein. Oder du bist es jemand, der jetzt eigentlich genau da in die Freiheit gehen kann, weil er diese olle Kamelle hier abgeschlossen hat. Ja? So, dann haben wir hier noch das Mauerblümchen. Ja, das Mauerblümchen ist halt genau so, dass man sagt, komm, tritt hervor. Ja, tritt hervor. Versteck dich nicht länger, sondern nutz das, was man dir jetzt hier gibt. Ja? Und dann kriegst du auch die Beachtung im Außen. Ja? Also wenn du mutig bist und vorangehst, ja, und bei dir es einfach fließen lassen, laufen lässt, dann können andere auch hinterhergehen. Ich sage immer, das Zugpferd geht voraus, die Karawane folgt, ja. Und das kann hier tatsächlich jemand sein, ja, der sich lange hier, wie gesagt, im Stillstand bewegt hat, ja, aus welchen Gründen auch immer, und hat nun angefangen, an sich zu arbeiten, ist auch hier in die Tiefe gegangen, der Bär guckt ja in die Fische rein. Und ja, nun hat man gemerkt, dass das alles nichts bringt, sondern dass man sich nach Liebe und Stabilität und Sicherheit sehnt, ja, und taucht nun hier wieder auf. Wie gesagt, ansonsten, na, wenn man dir hier jobmäßig was anbietet, versteck dich nicht länger, sondern geh raus und sag, ja, tschakka, schaffe ich, tolle Möglichkeit, ja, tolle Chance, die sich mir bietet, ja. Also wie gesagt, lass dich da nicht wieder einschränken von deinem Egoverstand, sondern mach dich auf für das Ganze, mach dich auf für die Veränderung, mach dich auf für die Wege und Möglichkeiten, die man dir bietet. So, dann haben wir hier die Königin der Kelche. Ja, das ist im Endeffekt nichts anderes, als dass du auf deine Intuition hören sollst, wie ich gerade hier auch vorhin schon sagte. Hör auf dein Herz, ja, das ist ganz wichtig. Geh in deine Emotionen rein, stell dir deine Träume vor, die du hast, und wie gesagt, entscheide es aus dem Herzen raus. Du wirst stabil genug sein, dass du das kannst. Ja? Und hier haben wir den Stern. Das ist die größte Schutzkarte, die wir hier eigentlich haben. Das heißt, es ist alles auf Erfolg ausgelegt. Du bist göttlich beschützt. Ja? Du sollst wirklich Vertrauen auch in das Göttliche haben. Und mit dem Stern haben wir im Endeffekt auch alle Bereiche abgedeckt. Das heißt, es kann eine neue Liebe sein, es kann eine alte Liebe sein, die zurückkehrt. Es kann beruflich jetzt vorwärts gehen, es kann finanziell vorwärts gehen. Im Endeffekt, der Stern ist die Karte der Wunscherfüllung. Ja? Das heißt also, alles, was du dir gewünscht hast, wird nun auf dich zukommen. Deswegen zweifle nicht, sondern nimm die Chancen jetzt an, die man dir bietet, und greif zu. Ja, auch wenn du vielleicht noch ein bisschen zwiespältig bist und sagst, ja, wie wird das dann werden? Nimm es einfach an. Ja, es ist ein Geschenk. Und hier haben wir den Stern, göttlich beschützt. Das heißt, man will dir hier unter keinen Umständen schaden. Ja, man handelt immer zum Wohle deiner und zum Wohle aller. So, hier unter dem Deck haben wir das Herz. Wie ich schon sagte, hör auf dein Herz. Ja, hier haben wir das Kreuz noch da. Das heißt, es geht also hier um eine karmische Sache oder das Göttliche, das hier einwirkt, ist vielleicht gerade noch eine belastende Situation, ja, weil wir hier die Herausforderung haben. Aber hier findet Kommunikation mit Sicherheit statt. Die kommt auch rein. Ja. Es wird hier Aufregung geben, positive Aufregung. Hier geht es um den häuslichen Bereich, aber auch um das Thema der Stabilität und Sicherheit. Ja, da haben wir wieder die Verträge und alles über das, was du dir sehr, sehr viel Gedanken machst. Aber bitte hör auf, darüber nachzudenken. Ja, hier wird der Mond mit dem Turm beendet. Das heißt, hier kommt
die Klarheit rein. Hier haben wir wieder die Spiritualität, die hier eingreift, die sagt, komm, es ist alles in Ordnung, bleib in deiner Mitte, bleib in deiner Gelassenheit, lass dich hier nicht von deinem Ego-Verstand leiten, sondern komm jetzt hier in die Aktivität. Du darfst ruhig annehmen und empfangen, also aktiv, hier haben wir beide Seiten eigentlich liegen, das Yin und das Yang, ja, das wirklich sagt, okay, sei weiterhin aktiv und geh weiter, aber nimm das an, was man dir hier bietet oder was hier auf dich zukommt, weil letztendlich hat das hier Beständigkeit, ja, es wird also was Beständiges. Und hier sehen wir ja auch schon wieder das Männelein, ne, das also hier mit Nachrichten auf dich zukommt. Also hier haben wir, könnten es tatsächlich zwei Personen sein, einmal neu und einmal alt, ja. So, hier haben wir auch den Bären drunter, also tatsächlich geht es, wie gesagt, um jemanden aus der Vergangenheit, um ein Vaterthema. Aber auch um deine eigene Kraft, Mut und Stärke in diese positive Veränderung letztendlich hineinzugehen. Auch diese Person aus der Vergangenheit möchte eine positive Veränderung. Ne? Man sieht, man macht sich hier sehr viele Gedanken, wirklich klar und rein zu sein, Klarheit auch hineinzugeben und in die Beständigkeit zu gehen. Man möchte also hier ja den sicheren Heimathafen finden und Harmonie und Ausgeglichenheit haben. Aber das geht es auch für dich. Also wirklich sei mutig. Es wird eine positive Veränderung stattfinden. Na, hör auf, darüber nachzudenken. Konzentriere dich hier lieber auf deine Wünsche, Träume und Bedürfnisse. Na, also hier bist du auch wieder göttlich geschützt, gerade im Thema Bereich der Arbeit, aber einfach auch, was deinen inneren Ausgleich angeht. Also das ist wieder mal eine Top-Legung, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir hier den Fotografen. Ja, der Fotograf ist einfach, schau dir die Situationen an, wie ich schon vorher sagte, die auf dich zukommen, bewerte sie und richte sie nicht gleich, sondern versuche sie einfach aus mehreren Perspektiven zu betrachten. Das heißt also wirklich nicht gleich hier wieder in die Zweifel verfallen, sondern guckst dir genau an, ob das tatsächlich wert ist, dass du zweifelst oder ob diese Zweifel völlig umsonst sind. Wie auch hier der Bäcker schon sagt, beschäftige dich wirklich mit produktiven Sachen und nicht mit etwas, was dich wieder aufhält oder vom Weg abbringt. Und hier haben wir die 8 der Kelche, ja, und da sieht man schon, ja, die Zukunft ist ungewiss, ne, was kommt denn da jetzt wieder auf mich zu? Wie gesagt, ich kann dir hier nur immer wieder sagen und betonen, vertraue auf das Göttliche, ja, weil es liegt hier nichts, aber auch gar nichts Negatives für dich drin. Also was immer das hier sein mag, ob es ein neuer Mann ist, ob es eine neue Freundschaften sind, ob es ein neuer Jobangebot ist, ob es was Finanzielles ist, ja, ob es jemand aus der Vergangenheit ist, man meint es nicht schlecht mit dir. Im Gegenteil, ja. Also bitte vertraue auf deine Intuition, ja. Ganz ehrlich, wenn es Jobangebote sind ins Ausland, ich kann es verstehen, ne? Gerade wenn es vielleicht eine weitere Entfernung ist, dass man sagt, ja, der Schritt ins Ungewisse rein, ja. Aber trotzdem, vertraue drauf, weil wir haben hier die Schutzkarten da, ja. Also ich habe hier nichts, was dich beunruhigen müsste, sonst würde ich es dir hier sagen und ich kriege es auch überhaupt nicht rein. Das heißt, das darf ja endlich auch mal so sein, ja. Es darf sich mal alles zum Positiven wenden für dich, ja. Und da geht es nicht so sehr um die Wunschpartner oder so, sondern einfach, dass es für dich, ja, aufgeht in die Leichtigkeit, in die Freude, in das Glück, ja. Dass sich dir plötzlich wieder diese Chancen und Möglichkeiten zeigen, um das geht es eigentlich. Und besser könnte das hier nicht liegen, ja. Also bitte hab keine Angst, sondern es kann auch nichts passieren, schau es dir einfach an, ja, und leg deine Zweifel ab, weil, wie gesagt, ich wiederhole mich, das, was hier auf dich zukommt, ist ein wahrliches Geschenk. Ja, das war hier die kleine Short-Message, wo wir schon wieder bei einer halben Stunde sind, aber es hilft nichts, ist halt so, aber wunderbar, also ich bin echt gespannt, was ihr berichtet, speichert euch das mal ab. Ja, wie gesagt, Zeitrahmen kann ich euch nicht sagen. Ich habe es jetzt auf die nächsten Tage, nächsten Wochen ein bisschen ausgelegt oder gezeigt halt einfach, ne? Und wie gesagt, ich würde es mir abspeichern, aber das ist eine Mega-Legung. Ja, schreibt mir was dazu oder vielleicht seid ihr schon mittendrin. Wie gesagt, ich freue mich immer über die Kommentare und ja, das war's von mir jetzt vorerst und wir hören uns mit dem nächsten Orakel. Ich drücke euch, bis dann, ciao, ciao, eure Melanie.